Guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge von LS15. Wir waren ja hier stehen geblieben bei den Kühen. Mischfutter zu machen, dauert zwar noch ein bisschen, aber wir brauchen eher noch Silage. Und das werde ich erst machen, wenn ich diese Fräse endlich habe. Da kann ich dann nach diesem Part ja auch gleich mal gucken. Eins vorab, ich werde keine Biogasanlage betreiben. Es geht auch sehr gut mit Kühen. Ist ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich. Können wir gleich mal wieder einen Grubber anschmeißen. Sind ja nur noch 2,5 Mahlen jetzt. Wie gesagt, ich werde die Kartoffeln nachts Part machen. So in den nächsten Tagen, wenn ich wieder. Oder vielleicht auch gleich. Vielleicht fange ich auch gleich an. Ich werde aber alle Helfer ausstellen, sodass ja, das Spiel so nicht weitergeht und die Zeit runterstellt. Ganz klar. Oh, ich war doch schon hier drinne. So. Upsa. Hier ist das schwule Kartoffelfeld. Toll, ich dachte, das geht einfacher. Aber dann lohnt sich die Kartoffel wahrscheinlich doch erst mit den großen Maschinen, wo du Helfer einstellen kannst. Silage braucht man richtig viel. Ich glaube, das sind 80% Silage, die man für Muschfutter braucht. 80%, ey. Nee, du stehst da echt scheiße. So. Grubber wieder anschmeißen. Die Kühe haben. Es ist nichts. Gar nichts. So.
können wir ja gleich mal den mehr sorry Junge voll verschluckt den mehr holen. Schafft er das? Probiere ich. Der muss nämlich auch bald mal getankt werden. Den habe ich auf meiner Map gar nicht mehr, auf meiner privaten. Den habe ich schon vertickert. Kann ich auch hier hinten dranhängen? Bestimmt. Oh ja. Mähen kann ich auch. Guck mal, ob er den Berg hochkommt. Sehr schwer. Zieh. Ja, mal gucken, wie viel die Kühe haben. Ach, der Mähstall steht ja woanders. Nicht viel mehr. Kann der machen? Keine Ahnung. Der muss aber produktiv sein. Er kann ja schon mal Wasser wieder auffüllen. Da steht der Ernter, der Dings da, der Säer. Die Sämaschine steht ja da unten jetzt. Oh, dann ist der auch voll. Und der Rest kommt dann ins Lager. So. Der Grubberter schön. Dreitausend. So, voll. Zudecken und zum Verkaufen. Das mache ich noch in diesem Part. Biathlon. Gucke ich ja richtig gerne, ne? Obwohl ich mit Wintersport nichts am Hut habe.
Nicht schlecht. Und nicht schlecht, dass ich hier gegen Zaun fahre. Junge, bin ich heute gut, ey. Und verkaufen. Part ist vorbei, deshalb guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung, dort ist Twitter und Facebook verlinkt. Lasst ein anständiges Kommentar da, wenn Kritik da ist, positive oder negative. Einfach unten reinschreiben, ich lese mir alles durch, beantworte es. Oh. Bei Fragen immer Fragen. Ja, und wir sehen uns dann morgen im Part. Tschüss.